Peter Wachter, ich glaube, ich brauche dich nicht großartig vorstellen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Dann sag selber schön brav, wie du bist. Ja, wie gesagt, ich bin der Peter Wachter. Das war eine kleine Ansage. Warum hast du dann Danke für den draufstehen? Das hat mehrere Gründe. Ich glaube, wenn ich da jetzt damit anfange, das zu erklären, ich glaube, dann wird es dunkel. Ich sage Danke, weil wir heute hier sein dürfen, weil ihr das so gnadenlos gut organisiert habt, dass das heute so passt. Sonst wären wir nicht hier. Das war dir mit Sicherheit auch, das vermute ich mal. Ich sage Danke, dass es so viele besondere Menschen gibt, die wissen, um was es geht im Leben, die nicht bloß immer nach oben gucken, sondern auch mal nach unten, nach denen, wo es nicht so gut geht. Ja. Ich sage Danke an der Band natürlich, als Roadmaster, als Hauptverantwortlicher, der mich bei der Planung unterstützt hat. Ich muss aber auch dazu sagen, mir zwei Leute waren es nicht. Da fehlen noch zwei. Da möchte ich gerne der Band und der Bam Bam bei mir haben, bitte. Sorry. Dann sehe ich es mir nach. So. Ohne die drei wären wir heute nicht hier, weil dann wäre ich leu gewesen. Und hinter den drei steht ein einfach geiler Motorradfreunde-Club, nämlich die da alle, wo da stehen. Ich bin selber MPS betroffener Vater und bin 2007 im Sommer auf Power for Kids Österreich aufmerksam geworden, weil ich selber auch was bewegen wollte für die Kinder und bin dann auf JP und Mary zugegangen. Das hat jetzt dann anderthalb Jahre gedauert. Wir haben uns dann im April das erste Mal getroffen dieses Jahr in Salzburg, haben uns die Karten gelegt und haben uns dann dazu entschlossen, das alles gemeinsam zu machen, grenzenübergreifend. Aus diesem Grund Projekt Power for Kids. Und das ist halt auch der Grund, dass ihr aus Deutschland nach Österreich gekommen seid, auf den Großglockner. Das ist genau der Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Veranstaltung grenzenübergreifend machen, weil gemeinsam sind wir stark. Wenn da jeder für sich nur was macht, ein eigenes Süppchen kocht, dann sind wir ineffektiv. Nur gemeinsam können wir was bewegen und die Kinder, die haben es so notwendig, dass man was bewegt und da braucht man eine Masse, damit die Politik, die Gesundheitspolitik darauf aufmerksam wird, dass es hier Kinder gibt, die keine ärztliche Versorgung haben, keine medizinische Versorgung haben und sterben müssen. Und da schauen wir nicht zu. Petra, was macht ihr hier auf dem Großglockner mit Projekt Power for Kids? Ja, wir unterstützen den Peter, weil das ein Freund von uns ist, war auch schon die ganze Zeit im Motorradclub, immer bei den Partys dabei ist und mein ganz arg lieber Sohn hat, total lebenslustig, obwohl er die Krankheit hat und da möchte man ihm halt helfen dann dabei. Wie seid ihr eigentlich überhaupt darauf gekommen? Der Hauptorganisator ist eigentlich schon mit der Peter Wachter, ja, wo damit betroffen ist und der hat sich mit unserem Presse, mit dem Rübe in Verbindung gesetzt, letztes Jahr schon. Und da haben wir das leider zeitlich nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann haben wir gesagt, machen wir das dieses Jahr und ziehen das Projekt durch. Und das wird so weitergeführt. So wie man auch eben gehört hat, soll es ja weitergehen. Also der Grundtenor ist auf jeden Fall positiv. Alle, die jetzt dabei waren, haben gesagt, auf jeden Fall gerne wieder. Ist natürlich auch ein Stück weit davon abhängig, auch zu welchem Termin findet statt, beziehungsweise wo wird der nächste Zielpunkt sein, wo man sich treffen kann. Aber ich denke mal, wir haben das jetzt hier auf diese Art und Weise hingekriegt und wir würden es nächstes Jahr wieder hinkriegen. Super, gar kein Thema. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Dankeschön. Was hältst du von der Tour? Ich habe es super gefunden. Einfach auch die Stimmung, die ganze Tour, es war schön geplant. Für uns in die Autos war es natürlich angenehmer wie für den Motorradfahrer manchenorts. Und ich glaube, uns hat es gut gefallen und den Kindern auch auf alle Fälle. Ja. Glaubst du, dass wir mit dieser Tour was bewirken können? Auf alle Fälle. Ich sage, besser ist rausgehen und wenn es nur einer hört und es einer merkt, als es, man sitzt daheim und keiner weiß was davon. Ja. Jede Stimme, was mehr ist oder jeder, der was mehr sich damit auskennt, kann uns mit dem anderen erzählen oder sagen, ich habe schon von denen gehört, das ist das und das und das ist wichtig. Blind, but now I see.
Mary, Power for Kids aus Österreich war jetzt 3 Tage unterwegs bis zum Großglockner. Peter mit Projekt Power for Kids aus Deutschland auch seit 3 Tagen auf den Großglockner unterwegs. Kurzes Resümee, wie hat euch die Tour gefallen? Wir sind, also ich von meiner Seite, von der österreichischen Seite, sage mal, ich bin absolut überrascht von der Herzlichkeit, von den Leuten, die hinter uns stehen, die da mitmachen, egal welches Wetter ist, weil es ihnen einfach um die Sache geht. Und ich möchte mich nur bedanken, es ist einfach ein Wahnsinn. Ich kann es nur mit dem Herzen sprechen und ich glaube, das ist beim Peter genauso. Wir haben das Projekt heuer gemeinsam verwirklicht, uns am Großglockner zu treffen zwischen Österreich und Deutschland. Das ist ja die erstmalige Geschichte gewesen. Wir haben beide vielleicht wahnsinniges Kribbeln gehabt, aber wir haben es geschafft und wir haben Tränen in den Augen gehabt, dass wir mit 70 Motorrädern auf dem Fuschertal gestanden sind und unseren Abschluss gemacht haben. Es ist einfach eine einfache Geschichte, mit Bikern das zu machen und dass wir sicher was bewegt haben damit und positive Aufmerksamkeit erregt haben. Ich kann eigentlich gar nichts mehr sagen, weil es mir so nahe geht und dass ich einen Peter jetzt nicht mehr habe und er darf jetzt da ein bisschen gescheiter reden wie ich. Okay. Ich kann mich eigentlich dem von der Mary nur anschließen. Was wir hier auf der Strecke erleben durften an Herzlichkeit, angefangen bei der Vorbereitung eigentlich schon. Ich möchte da eigentlich das Rad ein bisschen zurückdrehen. Vor einem halben Jahr haben wir angefangen wirklich damit zu planen und wir haben eigentlich gar nicht gewusst, wie man so richtig anfangen soll. Wir waren eigentlich total Anfänger, sage ich mal. Und was ich an Unterstützung als Privatmann jetzt erfahren habe von meinen Motorradfreundin Geislinger und von anderen guten Freunden, die mittlerweile wirklich gute Freunde waren, sind auf dieser Tour, das kann man mit Worten nicht beschreiben. Das ist auch das, was ihr eigentlich auch in ihrem Slogan schreibt. Ja, Power for Kids kann man nicht kaufen, das muss man erleben. Und ich glaube, oder ich hoffe, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, die Leute, die bei uns dabei waren, die sind sowas von überrascht gewesen, was für Lebensfreude auch bei uns im PSler herrscht. Und ich hoffe, dass ich sie ein Stück weit anstecken konnte, dass sie diese Lebensfreude einfach mit aufnehmen, wenn sie noch nicht gehabt haben und nur die Kraft schöpfen aus dem, was wir daheim jetzt miteinander geschaffen haben und die Kraft dafür einsetzen, dass wir den Kindern, für die wir das ja eigentlich gemacht haben, dass denen geholfen werden kann. Wenn das irgendwann mal der Fall sein könnte, dass man da so richtig, sage ich mal, richtig Power geben können und wirklich im großen Stil den Kindern weiterhelfen können, dann können die auch wieder ruhiger schlafen. Aber ich kann nur auch mit Marie auch alle Beteiligten nochmal meinen herzlichen Dank aussprechen. Ich habe sowas mein Lebtag nicht erlebt. Ich bin froh, dass ich so besondere Menschen kennenlernen durfte und so ein besonderes Erlebnis auch miterleben durfte. Das war die Power for Kids 09. Danke, danke. Das war's. Das ist der Glockner. Da unten sind wir gefahren. Danke an alle, die dabei waren. Und ich hoffe, viele, viele Biker fürs nächste Jahr. Pfiat euch, euer JP. So, Freunde. Biker sind Freunde, die über Grenzen hinweg etwas bewegen. Und das haben wir hier und heute bewiesen. Und wer nicht dabei war, kann durch Filme, Bilder oder Erzählungen nicht nachvollziehen, was wir erlebt haben. Seid beim nächsten Mal dabei. Nächstes Jahr 2010 Power for Kids Tour. Wir begrüßen euch jetzt schon ganz herzlich dazu. Wir danken euch. Biker sind Freunde und gemeinsam können wir über Grenzen hinweg etwas bewegen. So führte uns auch die diesjährige Tour unserem Ziel einen Schritt näher, die schwere Krankheit MPS bekannter und bewusster zu machen. Die Freude am Motorradfahren zu verbinden mit der Freude der Kinder, denen wir helfen können, ist einfach. Power for Kids pur. Und das kann man nicht kaufen, nur erleben.